Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Box, das hier ist Death Squared und wer hat meine Kopfhörer schon wieder so leise gemacht? Naja. Okay. Wir sind jetzt in Folge 5, Level 20. What number am I thinking of? Calculating. You are thinking of Pi, David. Damn, Iris, you are good. I really gotta stop asking that question when I'm hungry, though. So, und wenn David und Iris fertig sind mit Sprechen. Dann versuche ich hier nach vorn zu kommen. Ich darf jetzt nur mit dem Roten nicht zu weit vor. Okay. So, jetzt ist die Frage, was passiert? Wenn ich mit dem Blauen hier drauf komme, dann fährt das darüber. Aha, aha. Okay, ich könnte mit dem Blauen... Achso, nein, ich kann mit dem Blauen noch nicht hier hinter. Ah, okay. Gut, der Rote kommt ja so hier drüber. Jetzt ist nur die Frage... Ich muss ja mit dem Blauen jetzt hier... wirklich aufpassen. So. Wenn ich jetzt hier hinterfahre. Ah ne, warte mal. Ich kann ja. Ah, ich würde so gern die Kamera drehen. Hey, kannst du mir den bitte den. So, jetzt das Rote hier runterfahren. Das löst bestimmt unser letztes Stückchen Puzzle. Oh, warte mal. Das ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Guck mal. Ich stelle den Blauen jetzt einfach, den Roten jetzt einfach auf den Blauen. Und dann fahren wir hier beide hinter und, dann. Klar, aber ich habe den jetzt. Ja, logisch. Logisch. Ah. Ja. Nee, nein. Nicht runterfallen. Tada! Hey! Ohne zu sterben. Level 20 war gar nicht so schwer. Ah, und Level 21 war gleich viel schwerer. Naja. OS version 10 is available. Would you like to download it, David? Okay. Iris, could you please disable upgrade reminders? Upgrade reminders can only be disabled by testing technicians level 2 and above, David. You know, those guys get all the cool perks. Oh, sobald ich mit dem Blauen... Okay. Okay. Ich darf mit dem Blauen halt auch nicht... Hier drauf. Sonst passiert das. Also ich darf mit dem Blauen nicht auf ein blaues Feld. Und ich darf mit dem Blauen... Verdammt. Moment mal. Pass auf. Wenn ich den Roten jetzt mal hier auf die Seite stelle ein bisschen. Oh, Pox. Wake up. Der zählt praktisch immer genau auf mich. Und jetzt... Boah, was ist denn los jetzt? Das erste Level war so gut. Subjects like these are the reason I'll never make testing technician level 2. Ich kann das auch andersrum drehen. Aber das bringt mir ja gar nichts. Okay, ich bin nur schon 65 Tode in 21 Leveln gestorben. Das
ist im Prinzip gar nichts. Roten da reinstelle, dann würde dem nichts passieren, wenn ich den Blauen hier umdrehe. Den Blauen noch ein Stückchen zurück, dass der Laser wieder ausgeht. Pass auf. Es muss trotz allem... Oh ja, klar. Jetzt kann ich den Blauen erstmal auf die Seite bringen. Ah, tada! Ja, mit ein bisschen Tüfteln geht das. Geht das auch. Interrupt. Adäquat. Performing adequately. Okay. Beide also beschissen. Rot wie blau. So, hier haben wir Blöcke, die können wir verschieben. Pass auf. Wenn ich mit dem roten... jetzt erstmal hier hinterfahre. Oh shit! Testing. I've never seen bots behave like that. Ich hab doch ganz vergessen. Oh Mann. So, und jetzt kann ich mit dem Blauen theoretisch hier ganz gefahrlos rüber. Das war ja leicht. Message received. Oh. Enthusiastic volunteers needed. Hi everyone, we're ready for a second round of testing the amplified microwave cannon. We're pretty sure we've ironed out all the kinks from last time, so we shouldn't see a repeat of the Palmerson incident. Okay, sie wollen enthusiastische Mitarbeiter. Und jetzt haben wir Mikrowellenkanonen und sie sind sich ziemlich sicher, dass sie alles ausgebügelt haben. Alle Knicke vom letzten Mal. So, ich denke mal, ich muss den hier rüberschieben und mich grillen lassen. Klar, sure, why not? Stellen wir den roten hier hin, so. Ja, und jetzt? Ah, jetzt kann ich mit dem blauen hier hinten rum. Das bringt mir aber nichts. Ich muss ja mit dem roten hier hinten rum. Wo ist der blaue hin? Ah, ich fahre erstmal mit dem roten hier hinter. Ich kann mit dem blauen hier nämlich nicht mehr weg. Hier ist nochmal eine Plattform. Oh, okay. Okay. Wisst ihr was? Ich versuche mal eben was. Mit dem roten mal hier hinter die 23. Dem roten vor und mit dem blauen nur ein Mü zurück. Okay, nochmal. So, mit dem Blauen jetzt hier den Strahl blocken und das Ding dann hier ganz hinschieben. Don't know. Jetzt habe ich nur das Problem. Na gut, prinzipiell schon.
nein, was mache ich denn jetzt? Also nochmal. Mit dem roten den Strahl blocken, mit dem blauen den roten von der Plattform werfen. Mit dem blauen den Strahl blocken. Und mit dem roten das hier ganz rüberschieben. Damit ich mit dem blauen dann auch dahin komme, wo ich hin muss. Hoffentlich. Hoffentlich. So, und jetzt kann ich mit dem blauen das hier aufmachen. Und jetzt bewegen wir den roten hier hinter auf die erste Plattform. Oh, jetzt kann ich das mit dem blauen weiterschieben. Guck mal. Guck mal, und mir passiert nichts. So. Ich fahre den blauen mal noch das Stück. Oh. Oh, es ist schon offen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass der mich nicht runterwirft. Sollte aber nicht passieren. Und jetzt ist die Frage. Nee, ist sie nicht. Hat sich erledigt. Ich wollte noch fragen, wie blockiere ich jetzt den blauen Strahl, der mich hier in den roten, aber... Nein, alles gut. Pox hat's geschafft. Okay, ein Level machen wir noch. 24, haben wir noch gut was geschafft. Wie viele Level sind das hier eigentlich? Do they have a chance? Please reserve judgment until testing is finished, David. Yeah, I'll take that as a no. Ja, ja. Urteile erst drüber, wenn das Testen vorbei ist. Ich mach mal das Dumpfe ein bisschen weg für euch. Und stell fest, dass ich im falschen Regler gedreht habe. So. Es ist schon wieder das gleiche. Ich dreh immer falsch. Okay. Also so komme ich mit dem Blauen darüber. Das war zwar jetzt nicht so, bestimmt vom Spiel nicht so gewollt. Oh, die Dinger stehen schon wieder verkehrt rum. Ich hasse es. So, und jetzt schiebe ich mit denen hier mal weg. Und jetzt kann ich den blauen wieder zurückholen, was mir aber nichts bringt, weil der sonst gegrillt wird. Ha. Ha. Ha, ich mache einfach mal den roten weiter hier oben. Nein. Mist. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verfahren. Passiert hier nochmal was? Außer das da hinten? Nee. Ha. Müsste ich eher schauen, dass ich den blauen hochbekomme? Aber es geht nicht. Ich bekomme den blauen nicht hoch. Ich bekomme auch den roten hier nicht rüber. Nein, das ist der einzige Weg? Wirklich mich hier halb und halb... Ja gut, was heißt halb und halb draufstellen? Hm. Moment mal, wenn ich jetzt den blauen rüberhole. Don't mess this up. Nee, das ist falsch. Ich übersehe schon wieder irgendwas.
Es ist die einzige Möglichkeit, den Blauen hier rüber zu bringen. Und dann kann ich den im Prinzip auch hier runterstellen und dann erst den Roten hier drauf, aber... Oh, komm schon. So, jetzt habe ich zumindest mal den Blauen hier oben. Ha! So, hier haben wir jetzt einen roten Strahl. Das bedeutet, ich muss jetzt mit dem blauen, Strahl blockieren, mit dem Block natürlich, und hoffen, so jetzt mit dem roten hier hinter. Und jetzt mit dem Blauen hier durch. Ich muss mit dem... Ah, okay. Das macht das Gleiche. Tada! Ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber ich hab's geschafft. Und ich hatte nur 4 Tode. Also wirklich, gar nicht mal ohne. So, wenn es euch gefallen hat, haut einen Daumen nach oben raus. Mein Name ist Box. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.